Jahre auf Skerholm gelebt. Mitten in der Wildnis? Es gab da eine Hippie-Kolonie. Anfang der 80er Jahre. Sind das Ihre Eltern? Ich glaube ja. Heute Nacht wurde das Gemälde Der sterbende Dandy von Nils Dadel aus dem Museum Waldemarsudde in Stockholm gestohlen. Dadel gehörte zu den bedeutenden Malern des 20. Jahrhunderts. Er war Mitglied der schwedischen Künstlergruppe Die Männer von 1909. Die ermittelnde Polizeibehörde soll bereits eine Spur verfolgen, die ins Baltikum führt. Nun, wir gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit einen Zusammenhang gibt mit den verschiedenen Kunstobjekten. Das Bild ist doch mindestens 5 Millionen wert. 7 Millionen. Wo warst du? Ich habe mich um das Catering gekümmert. Am Strand. Am Strand. Es rieselt Sandstrand aus deinem Haar. Das Besondere an den Arbeiten unseres jungen Künstlers ist für mich das Gefühl, dass er uns wieder zurückführt in ein Leben jenseits der Grenzen, die uns die Vernunft vorschreibt. Er entführt uns in eine Welt, die in kein Korsett einer überflüssigen Moral passt. Eine Welt mit eigenen und freien Spielregeln. Und mit diesen Worten heiße ich Sie herzlich willkommen. Das Buffet ist eröffnet. Starten Sie sich für die Kunst. Vielen Dank.
Hast du eine Ahnung, wo Lisa und Erik sind? Nein. Ist auch ein Prosecco? Ja, danke. Okay. Einfach ins Museum marschieren, problemlos ein Bild aus dem Rahmen schneiden und einfach damit verschwinden. Unglaublich. Ja, das ist wirklich schwer zu begreifen. Wissen Sie etwas über den Kunstraum? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Bei uns in Petersburg wäre so etwas überhaupt nicht möglich. Warum? Also, weil alle wertvollen Gemälde extrem gesichert sind, und zwar mit Starkstrom. Den kann man doch einfach ausschalten. Entschuldigen Sie mich bitte. Wir müssen unbedingt noch über die Bilder sprechen. Gut, das machen wir morgen beim Lunch, okay? Ja. Emma, hey, wie geht's dir? Du siehst blendend aus. Danke, mir geht's auch gut. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ja. In der Zwischenzeit habe ich ein Kind zur Welt gebracht und meinen Mann verlassen. Das hast du gut gemacht. Komm, dann kann ich dir jetzt der Gregor vorstellen, unseren Künstler. Gern. Ach, nein, du bist das, Knut. Ja. Ich werde verrückt, Mann. Es ist schön, dich ja, wiederzusehen. Finde ich auch. Sag mal, wo kommst du denn her? Ich komme gerade aus der Südsee. Ja, das sehe ich. Ich habe ein kleines Boot geangelt und bin ein paar Jahre rumgesegelt. Ja, komm mal her. Das ist Knut Karlström. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er total blau. Oh doch, das warst du beim Klassentreffen. Wie lange ist das? 15 Jahre. 15 Jahre. Das ist Robert, mein Mann, Knut Karlström. Hallo. Hallo. Sag mal, ist das nicht verrückt? Ich gehe rüber zu Emma. Ja, ja. Und was machst du hier? Bei uns auf Gotland? Schönes Kleid. Vielen Dank. Würdest du es mir sagen, wenn du mich betrügen würdest? Wieso fragst du das? Nur so? Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Weil es nichts bedeuten würde. Und wenn es doch eine Bedeutung hätte? Oder bekommen würde? Dann hätten wir ein ziemliches Problem. Hast du mich schon mal betrogen? Robert, was ist los? Sowas passiert. Versuchst du mir irgendwas zu sagen? Dann raus damit. Ja. Ich liebe dich. Ich will nicht, dass du mit anderen Männern was hast. Und genau deshalb würde ich es dir auch nicht erzählen. Ja. Was? Ja, ich komme.
Morgen. Morgen. Wer hat ihn gefunden? Seine Assistenten. Sie wollte hier gerade aufräumen. Das ist das Bild, das vorgestern in Waldemar Sutter gestohlen wurde. Der sterbende Dandy von Nils Dardel. Na, wie kommt das hierher? Wozu diese Inszenierung? Er wurde erschlagen vor etwa 6 oder 7 Stunden. Also länger ist das bestimmt nicht her. Die Körpertemperatur ist noch nicht vollständig abgekühlt. Die Leichenstarrat gerade erst eingesetzt. Das heißt, er ist gegen 2 Uhr morgens gestorben? Ja. Ihr glaubt es nicht. Was? Hier. Das finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich, dass in einer Galerie Bilder rumstehen. Sie sind gestohlen. Was? Das hier ist ein Giacometti. Vor einem halben Jahr wurde er aus dem Nationalmuseum in Uppsala entwendet. Und das hier, das ist ein früher Munk. Wow. Der aus der Privatsammlung eines Industriellen in Stockholm geraubt wurde. Vor etwa einem Jahr. Miro. Ich wusste gar nicht, dass du dich mit Malerei so gut auskennst. Da ist einiges, was du nicht weißt. Das gibt mir meine Frau neuerdings auch zu verstehen. Die Kollegen in Stockholm sollen sich um die Bilder kümmern. Tot. Wie kommen Sie darauf? Mein Mann ist nicht zu Hause und die Polizei steht vor der Tür. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Was ist passiert? Er wurde umgebracht. Wo? In der Galerie. Das kann nicht sein. Wir sind nach der Vernissage gleich nach Hause gefahren. Dann muss er nochmal zurückgefahren sein. Während ich geschlafen habe. Sie sind nicht zusammen ins Bett gegangen? Das ist sehr lange her, dass wir zusammen ins Bett gegangen sind. Hat er Sie betrogen? Ja. Seit ich ihn kenne. Wissen Sie, mit wem er sich getroffen hat? Das interessiert mich nicht. Wir haben Bilder in der Galerie gefunden. Bilder, die aus Museen und Privatsammlungen gestohlen wurden. Was denn für Bilder? Wertvolle Gemälde. Ihr Mann war offenbar im kriminellen Kunsthandel tätig. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist aber leider so. Sie scheint ein eher abgeklärtes Verhältnis zu den Affären ihres Mannes gehabt zu haben. Täusche dich nicht. Eine Frau verzeiht nie. Vielleicht ist Wallin noch mal los, um seine Geliebte zu treffen. In der Galerie? Ich habe die Mailbox von Wallins Handy abgehört. Hier. Das ist die Liste aller Anrufer der letzten beiden Tage. Gestern Nacht hat ein Hugo Malmberg um 0:58 auf seine Mailbox gesprochen, also kurz vor der Tat. Was wollte er von ihm um diese Uhrzeit? Das hat er nicht gesagt. Und Igor Haukas versucht, ihn ständig zu erreichen. Wer ist das? Ein Kunsthändler aus St. Petersburg. Die beiden sind noch hier auf Gotland. Kommt er immer so spät? Nein. Herr Haukas? Herr Malmberg? Ja. Sie waren doch gestern Abend in der Galerie, richtig? Sie warten auf Egon Walli. Ja, genau. Er wird wohl nicht mehr kommen. Ja, wieso? Wurde er aufgehalten? Er ist tot. Tot? Tot?
Das ist natürlich ein ziemlicher Schock für mich. Kannten Sie ihn gut? Wir waren Partner. Da wissen Sie sicherlich auch... Warum haben Sie ihn gestern Nacht um 1 Uhr angerufen? Gegen 1, sagen Sie. Ja, ich musste mit ihm noch ein paar Termine abstimmen. Um diese Zeit? Er war ein Nachtmensch. Wir verhandeln gerade über den Verkauf verschiedener Gemälde. Das war alles. Warum bist du dazwischen gefahren, als ich ihn nach den gestohlenen Bildern fragen wollte? Willst du, dass die Kollegen in Stockholm eine leergeräumte Galerie vorfinden? Ich will wissen, wer dieser Igor Haukas ist. Offenbar haben die drei ja wohl zusammengearbeitet. Ich gehe zu Fuß. Nein, die letzten Gäste sind so gegen 12 gegangen. Dann haben wir abgeschlossen. Gab es Streit oder irgendwas? Nein. Also, dass Valin mit gestohlenen Bildern gehandelt hat, das hätte ich nie gedacht. Kann es sein, dass Malmberg da mit drin steckt? Immerhin waren die beiden sowas wie Partner. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich nehme an, Sie kennen Igor Haukas. Ja, natürlich. Was genau macht er? Naja, er ist der klassische Unterhändler mit besten Beziehungen zu russischen Sammlern. Damit du nicht völlig unter Zug hast. Danke. Schau mal. Nils Dadelt hat den sterbenden Dandy hier auf Gotland gemalt. In dieser Künstlervilla Muramaris. Aha. Vielleicht ist das der Hinweis, den der Täter uns geben wollte. Möglich. Ich habe über Valens Leben recherchiert. Ein erfolgreicher Galerist taucht regelmäßig in der Klatschpresse auf und gilt als Lebemann. Außerdem hat er 2 Kinder. Aber nicht mit seiner Frau. Er scheint es ja verschwiegen zu haben. Das gibt's ja nicht. Doch. Ich habe Monika angerufen. Sie fiel aus allen Wolken. Er hat ihr wirklich nie irgendwas davon erzählt. Warum würde man seine eigenen Kinder verleugnen? Hallo, kann ich Ihnen helfen? So, das wäre. Das Haus gehört einer guten Freundin von mir. Sie ist zurzeit auf Reisen und sie hat mir angeboten, mich hier ein bisschen zu erholen. Sie sammelt Kunst, nicht wahr? Ja, wie man sieht. Vor allem sehe ich, dass die Bilder gut gesichert sind. Absolut. IP-CCTV, die Nummer 1 auf dem Markt. Das gesamte System kann über jeden zugriffsberechtigten Computer gesteuert werden. Sind Sie Sicherheitsexperte? Nein.
Nein, ganz sicher nicht. Ich bin Kunsthistoriker. Ich arbeite als Gutachter für Galerien, Museen, Sammlungen. Bitte, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Aber Sie können mir sicher etwas über den sterbenden Dandy erzählen. Ach so, Sie kommen wegen der gestohlenen Gemälde. Hat es eine besondere Bedeutung? Aber ja, es bedeutet genau das, was Sie da sehen. Ein Narzisst, der sich noch im Augenblick des Todes die Zeit nimmt, sich selbst im Spiegel zu bewundern. Er ist von Frauen umgeben, die sich um ihn kümmern und trauern. Ja, aber in einer früheren Version sah man da keine Frauen, sondern Männer. Nee. Ja, von Dardel hat es hier in Muramaras gemalt, so um 1917. Und zu der Zeit hat er den Garten angelegt. Bitte, sehen Sie selbst. Von Dardel hat sich von der Tradition des italienischen Barock inspirieren lassen. Ein Locus Amoenus, der verborgene und geheimnisvolle Ort der Liebenden. Er hatte damals ein intimes Verhältnis mit Rolf de Marais, dessen Mutter hat übrigens Muramares bauen lassen. Ich dachte, Dardel war verheiratet und hatte eine Tochter. Ja, stimmt, er liebte die Frauen. Aber er hatte auch eine Schwäche für Männer. Ein echter Décadent. Ja. Ein morphiumsüchtiger, exzessiver, bisexueller Herr. Ein klassischer Dandy eben. Kannten Sie Egon Wallin? Ja, natürlich. Eine furchtbare Geschichte. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Warum waren Sie nicht auf der Vernissage? Ja, wenn man ständig mit Leuten aus der Kunstbranche zu tun hat, ist man ziemlich froh, wenn man sie im Urlaub wenigstens nicht sehen muss. Danke. Was wollte er? Er hat sich für das gestohlene Gemälde interessiert. Hat er einen Verdacht? Nein, das glaube ich nicht. Darin. Sörensen kommt morgen aus Stockholm und wir starten, um Bilder abzuholen. Ach. Haben die schon was wegen des Einbruchs in Waldemars Hütte? Nein, aber ziemlich irritiert darüber, wie wir Wallin hier gefunden haben. Mhm. Vorsicht. Oh. Wer zum Teufel zerstört ein Bild, das Millionen wert ist? Das kann doch nur ein Irrer gewesen sein. Ein Irrer rennt nicht ins Magazin, sucht sich ein millionenschweres Bild raus und stülpt es einem Opfer über den Kopf. Da steckt eine Absicht dahinter. Ich gebe einen Kurs für die neuen Hebammen. Und wann bist du zurück? Weiß ich nicht. Ich bin noch mit Knut verabredet. Nach dem Spinner aus der Südsee. Warum sagst du das? Ich dachte, wir könnten wenigstens zusammen Abendessen. Mhm. Deine Mutter ist doch da. Sie hat alles im Griff. Hört doch mal auf mit dem Scheiß! Habt ihr nichts als Blödsinn im Kopf? Was ist denn los mit dir? Ist doch nicht so schlimm. Also Kinder, bisschen ruhiger. Alles in Ordnung? Ja. Habt ihr schon eine Spur? Also wegen Egon Wallin, meine ich. Nein. Was ist los? Wir hatten mal eine Affäre.
Du und Wally? Es war nicht gerade die große Liebe, aber wenn wir zusammen waren, dann war das einfach toll. Hast du mir verraten, wie das geht? Es gibt Menschen, die einem immer den Spaß verderben, weil sie dich ständig daran erinnern, was du nicht bist. Und dann gibt es Menschen, die dir das Gefühl geben, dass du das Beste bist, was ihnen je passiert ist. Blender. Na und? Fühlt man sich da nicht ein bisschen einsam? Nein. Nein? Ehrlich nicht? Ich genieße es, allein zu sein. Ich komme und gehe, wann ich will. Segle, wohin ich will. Vermisst du keine Familie, vielleicht auch Kinder? Eine Aufgabe oder Verantwortung? Nein, eigentlich nicht. Komisch. Warum? Weil es doch zum Erwachsenwerden dazugehört. Man möchte Kinder haben, eine Frau, ein Haus, ein Stück Verantwortung eben. Also wenn ich mich so umschaue, bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich diesen Zug nicht genommen habe. Ehrlich. Außerdem bin ich nicht pleite, wie die meisten meiner geschiedenen Freunde. Ach, du bist ein Zyniker. Na, das bin ich nicht. Komm, mach dir nichts vor. Und du bist glücklich? Ja, eigentlich schon. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe einen sehr tollen und zuverlässigen Mann. Und er kommt aus Deutschland. Ziemlich exotisch, was? Und ich habe zwei wunderbare Kinder. Ein schönes, großes Haus. Ich bin zufrieden. Schön. Ja. Und du vermisst nichts? Nein. Ach, natürlich tue ich das. Jeder vermisst irgendetwas. Stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Eine schwere Vase, irgendwas aus Porzellan. Und hier haben wir kleine Splitter gefunden. Diese Verletzung hat zum Tod geführt. Ja, und außerdem hat er noch diese Hämatome hier, unter beiden Achseln. Griffspuren? Man hat ihn transportiert, als er bereits tot war. Wir haben Blut- und Schleifspuren in der Galerie gefunden. Sie stammen von Valins Schuhen, genauer gesagt seinen Hacken. Das passt genau zu meinem Befund. Ja. Und zwar durch den Hintereingang und durch die Ausstellung bis nach hier vorne. Gibt es Einbruchspuren? Nein. Aber als wir Valin gefunden haben, hat er seine Schlüssel dabei. Der Täter kann damit ohne weiteres die Galerie aufgeschlossen haben. Das heißt, wir wissen noch nicht einmal, wo er umgebracht wurde. Wen hat Valin getroffen, als er nachts noch mal losgefahren ist? Schauen wir noch nach. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, ich auch. Hier riecht's nach Fisch. Austern. Woher willst du es wissen? Der Tang, riechst du nicht? Da ist dieser leicht modrige Tanggeruch um die beißende Proteinschärfe herum. Proteinschärfe? Sag mal, spinnst du? Nein, ich sag dir, es sind Austern. Muramaris. Wo der sterbende Dandy gemalt wurde? Wir fahren wieder zurück nach Stockholm. Und dann? Dann werden wir das hier vergessen.
das nicht vergessen. Hallo. 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 Aha. Sie haben noch Fragen zu Nils von Daden? Nein, zu Egon Wallin. War er vorgestern Nacht hier? Nicht, dass ich wüsste. War er hier? Nein. Ja. Ich gehe schon mal rein. Ja. Aber sein Navigationssystem sagt, dass er hier war. Diese Dinger führen manchmal ein Eigenleben lästig, ich weiß. Rufen Sie am besten den Kundendienst an, die helfen Ihnen weiter. Ich würde lieber die Aufzeichnung Ihrer Videoüberwachung sehen. Wie Sie wollen. Der Ordner ist leer. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das System arbeitet mit handelsüblichen Computern mit beschränkter Festplattenkapazität. Die Daten werden automatisch alle 24 Stunden gelöscht, um wieder freien Speicherplatz zu haben. Wie viele Rechner sind an das Netzwerk angeschlossen? Es gibt noch ein Backup oben im Arbeitszimmer. Wenn es Ihnen weiterhilft, können wir natürlich... Nein, wollen wir nicht. Diesen Computer nehmen wir mit. Techniker sollen zusehen, dass sie die gelöschten Videoaufzeichnungen wiederherstellen. Ja. Ja? Wir sind auf dem Weg. Hallo. Mensch, Sörensen. Hallo. Wie geht's? Geht so. Ich bin seit Monaten auf Diät, aber ich werde immer fetter und fetter. Was für eine Diät? Beefsteaks. Ich esse nur noch Steaks. Aber ohne Pommes. Komm, setz dich. Tja, wir haben Malmbergs Galerie durchsucht, aber leider nichts gefunden. Keine gestohlenen Bilder jedenfalls. Gibt's was Neues über den Einbruch? Wir wissen nur, die Täter hatten Insider-Informationen über das Sicherheitssystem. Danke. Hier. Die wurden ein paar Tage vor dem Raub aufgenommen. So Igor Hawkers? Ja. Ja, wir vermuten, dass er kriminelle Deals mit Sammlern einfädelt. Wahrscheinlich in Russland. Ja, aber der würde niemals so ein Bild zerstören. Wie läufst du in der Schule? Die Mädchen nerven mich. Das wird jetzt dein Leben lang so bleiben. Sag mal, Papa. Hä? Kann es irgendwie sein, dass du schlecht drauf bist? Ja, irgendwie schon. Wegen deinem Fall? Auch? Ich würde ja den Brei nie in der Mikrowelle warm machen. Von solchen Sprüchen halte ich überhaupt nichts wie. Du musst dein Kind mindestens 12 Monate stillen, damit es ein gesundes Immunsystem aufbauen kann. Ja, ist das nicht so? Nein, 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 nein. Bitte keinen Senf, Christine. Der ist viel zu scharf für die Kinder. Das mögen sie nicht. Ach, Quatsch. Eine vernünftige Vinaigrette gehört Senf. Ida, komm, hör auf. Wir wollen jetzt den Tisch decken. Ich sag's nicht nochmal. Niklas! Erst Hände waschen. Komm, erst Hände waschen. Oh, da war aber was fällig. Jetzt aber schnell die Windeln wechseln. Oma, können wir noch Monopoly spielen? Nein. Das ist doch noch gar nicht spät. Oh, Mama, wir haben so lange nicht mehr zusammen gespielt. Aber das dauert viel zu lange, dafür ist es zu spät. Wir können doch sagen, so bis 10. Nein, habe ich gesagt. Och, Mama, bitte. Ach komm, Nina, sagen wir bis 10 Uhr und dann ist Schluss, okay? Soll schon sein. Warum bist du so gestresst? Kann ich nicht mal 5 Minuten allein sein? Ist das zu viel verlangt? Du bist doch die ganze Zeit allein. Wie bitte? Ich habe das Gefühl, du bist irgendwie gar nicht mehr da.
Soll das ein Witz sein? Du bist doch den ganzen Tag nicht da. Und ich darf mich mit deiner Mutter rumschlagen, die immer alles besser weiß. Und dann auch noch Emma. Sie wohnt jetzt schon seit 2 Jahren bei uns. Mich macht das alles wahnsinnig. Wahnsinnig. Das ist mir einfach zu viel. Wir sind dann soweit, das Monopoly ist aufgebaut. Alle warten schon auf dich. Emma, deine liebe Mutter, die Kinder. Na los, gemütlich. Ist ein Schluck? Ich werde mir eine Wohnung suchen. Quatsch. Lina hat das nicht so gemeint. Ich möchte niemandem im Weg stehen. Ich weiß, dass das auch für Lina anstrengend ist. Das Haus ist groß genug. Aber nicht für Lina. Eine Schwiegermutter. Und eine Fremde mit Kind im Haus. Du bist keine Fremde. Aber ich gehöre auch nicht zur Familie. Es ist besser, ich gehe. Glaub mir. Nacht. Nacht. Haben die schon was wegen der gelöschten Videos? Sie sind noch dran. Sag mal, habt ihr eigentlich kein Problem damit, dass Wallens Auto die ganze Zeit vor seinem Haus stand? Du meinst, wenn er tot war, kann er ihn da schwerlich hingefahren haben? Was hat das zu bedeuten? Wir müssen davon ausgehen, dass der Mörder ihres Mannes den Wagen gefahren und ihr abgestellt hat. Wir werden ihn nach Täterspuren absuchen. Ja, natürlich. Sieht sie ihn um? Nein, tue ich nicht. Er hat eine Wohnung in Stockholm gekauft und schon im Vorfeld den Umzug geplant. Perfekt. Bis ins kleinste Detail alles organisiert. Und davon wussten Sie nichts? Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Er hat mir nichts davon gesagt. Die Papiere für die Scheidung. Er hat hinter meinem Rücken einfach die Scheidung eingereicht. Ohne mit ihm zu sprechen? Das gibt's doch nicht. Ja, das habe ich auch gedacht. War Ihre Ehe denn so zerrüttet? Nein, natürlich nicht. Nein, im Gegenteil. Wir haben immer zusammengehalten, egal was auch passierte. Ich kann das einfach nicht begreifen. Warum? Gibt es einen Schlüssel für diese Wohnung in Stockholm? Das war zwischen den Papieren. Thank you.
Haben Sie noch nie einen nackten Mann gesehen? Was machen Sie denn hier? In meinem Schlafzimmer. Ihr Schlafzimmer? Ja, genau. Mein Schlafzimmer. Ich wohne nämlich hier. Ich dachte, die Wohnung gehört Egon Walli. Die Wohnung gehört Egon und mir. Wie sind Sie reingekommen? Mit einem Schlüssel. Wollen wir das Gespräch nicht lieber im Salon fortsetzen? Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Ich habe Egon geliebt. Wir wollten zusammen leben. Walin stand kurz vor seinem Coming-out? So könnte man es auch ausdrücken. Was hat seine Frau dazu gesagt? Es fiel ihr schwer, das zu akzeptieren. Sie wusste, dass ihr Mann sie verlassen wollte, um mit Ihnen zusammenzuleben? Ja, das nehme ich doch an. Was meinen Sie mit, ich nehme an? Er wollte mit ihr sprechen. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich muss in einer Stunde am Flughafen sein. Wo fliegen Sie hin? St. Petersburg. Um mit Igor Haukas gestohlene Bilder zu verhökern? Sie müssen nicht abschließen, wenn Sie gehen. Stellt euch vor, Walin wollte abhauen und seine Frau ohne ein Wort zurücklassen. Er wird schon seinen Grund haben. Allerdings, er war schwul. Das war bestimmt nicht der Grund. Sondern? Etwas Neues ausprobieren. Ich finde das ganz normal. Ach ja? Ja. Und deswegen darf man einfach so abhauen? Nein, darf man nicht. Das ist feige. Wenn man es nicht mehr miteinander aushält, sollte man das klären und gehen. Aber nicht einfach abhauen. Nein, danke. Ich muss gehen. Wo gehst du denn hin? Naja, ich will noch ins Kino mit Knut. Sein letzter Abend. Er segelt morgen wieder los. Tschüss, bis dann. Tschüss. Viel Spaß. Wünsche ich euch auch. Es geht mich ja nichts an, aber hat Walin dich damals auch so sitzen lassen? Das kann man nicht vergleichen. Wir waren ja nicht zusammen. Ich frage mich nur, wie man das fertigbringen kann, die eigene Frau so zu hintergehen. Du meinst, dass Monika Walin dich angelogen hat? Ja. Walin hat nie mit offenen Karten gespielt. Er war ein Verführer, aber mit Stil. Hat es dich überrascht, dass er auf einmal seine Neigung zu Männern entdeckt hat? Das steckt doch in jedem von uns. Kannst du dir vorstellen, mit einer Frau? Doch. Wieso nicht? Was starrst du mich so an? Nichts. Wir haben Blutspuren im Kofferraum gefunden. Laut Laborbericht stammen sie von Walli, aber keine Fingerabdrücke. Der Täter hat keine Spuren hinterlassen. Weder am Lenkrad noch an der Gangschaltung oder auf dem Fahrersitz. Dann wissen wir jetzt immerhin, dass er in seinem eigenen Wagen in die Galerie gebracht wurde. Aber wo er umgebracht wurde, wissen wir immer noch nicht. Die Techniker haben die gelöschten Videoaufzeichnungen auf Matsons Computer wiederherstellen können. Hier. Walin kommt. Was denn für ein Wagen? Kann man das Kennzeichen irgendwo erkennen? Nein, das nicht. Aber das hier. Warum sind Sie Ihrem Mann gefolgt? Ich wollte wissen, mit wem er es treibt. Und mit wem, glauben Sie, hat das gemacht? Lisa Matson.
Haben Sie gesehen, wie Ihr Mann sich mit Lisa Mattson getroffen hat? Ja, ich habe gesehen, wie sie ihm die Tür geöffnet hat, ja. Und dann? Dann wollte ich den Wagenheber aus dem Kofferraum holen und diesem Schwein den Schädel einschlagen. Das haben Sie auch gemacht? Nein, leider nicht. Ich bin nach Hause gefahren und habe mich hingelegt. Frau Wallin, Sie irren sich. So wie es aussieht, hat Ihr Mann keine Geliebte, sondern ein Liebhaber. Was? Einen Liebhaber? Sie etwas? Ihre Bilder? Was wollen Sie? Sie haben mich belogen. Egon Wallin war hier in der Nacht, in der er ermordet wurde. Ja. Warum? Warum er hier war oder warum ich Sie belogen habe? Beides. Weil ich mit ihm Schluss gemacht habe und ich habe Sie belogen, weil Sie das nichts angeht. Aha. Sie waren ein Liebespaar und dann haben Sie mit ihm Schluss gemacht. Ja. Es geht Sie nichts an. Ich nehme an, während Ihrer leidenschaftlichen Affäre ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Wallin schwul war. Nein, wirklich nicht. Und Ihr Mann hatte auch nichts dagegen, dass er hier nachts aufkreuzt und mit Ihnen ins Bett geht. Mein Mann. Sie meinen Erik. Das ist mein Bruder. Egon Wallin hatte eine Affäre mit Lisa Mattson und Hugo Malmberg gleichzeitig. Und Erik ist Ihr Bruder? So sieht's aus. Sag mal, warum hat Lisa eigentlich mit dem Schluss gemacht? Sagt sie nicht. Wahrscheinlich hat sie das mit Malmberg mitbekommen. Also Leute, Moment mal. Habt ihr keine Probleme damit, dass dieser Wallin gleichzeitig ein Mann und eine Frau vögelt, die seine Tochter sein könnte? Nee. Du? Ja. Warum? Ich finde das einfach komisch. Was willst du hier? Hau ab! Ich weiß, was in dieser Nacht passiert ist. Scheiß weißt du. Lass mich vorbei! Ja. Du sollst mich loslassen! Lass mich! Erik! Lass sie los! Hau ab! Verschwinde, verdammt! Damit kommt ihr nicht durch! Verschwinde, du Scheißkerl! Ihr habt das gewusst mit den Bildern! Der Täter hat das Bild mit Bedacht gewählt. Es ist Wallin. Ein flamboyanter, bisexueller Dandy. Aber wer wusste alles von dem Bild? Wer wusste, dass Wallin es in seiner Galerie versteckt hatte? Malmberg. So eng, wie die miteinander waren. Und warum hätte er dann Wallin umbringen sollen? Eifersucht. Hallo, Line. Hallo, Liebling, ich bin's. Also, Knut und ich, wir wollen gleich noch ein bisschen segeln. Segeln? Ja, segeln. Das Wetter ist einfach ideal. Was? Ich dachte, der Typ ist schon längst wieder unterwegs in die Südsee. Nein, weißt du, er wartet noch immer auf... Worauf wartest du gleich? Was? Auf was du noch wartest? Kugellager für die Ankerwinsch. Auf ein Kugellager für die Ankerwinsch. Wann bist du wieder zu Hause? Weiß ich noch nicht. Irgendwann heute Abend. Hallo. Hallo. Keiner da? Nein. Deine Mutter ist mit den Kindern am Strand. Lina ist noch nicht zurück. Ja, es wird zwar auch noch eine Weile dauern. Wieso? Sie ist mit einem alten Schulfreund. Segeln. Bei dem Wetter? Das ist doch fantastisch. Ah ja? Wie geht's in deinem Fall? Geht's voran? Wallin wird morgen bestattet. Und an seinem Grab werden voraussichtlich seine betrogene Ehefrau, seine betrogene Liebhaberin und sein betrogener Liebhaber stehen. Oh
ist doch lustig. Ich bezweifle, dass die Beteiligten das lustig finden. Sie haben alle kein Alibi. Trotzdem tut mir Monika Wallin leid, so verarscht zu werden. Wie verarscht? Die hat nicht bemerkt, was in ihrem Mann vorgeht. Und das soll Liebe sein. Du kannst ihr doch nicht vorwerfen, dass er sie belügt und betrügt und über Nacht sitzen lassen will. Eine Frau, die so etwas mit sich machen lässt, die muss sich nicht wundern. Prost. Ja, aber sie hat doch gar nichts gewusst. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Lene? Wir müssen gleich los. Komm, Robert, setz dich und trink erst mal einen Kaffee. Danke. Was ist los? Nix. Komm, Kinder, wir fahren. Lisa Mattsson hat durchaus einen Ruf als Malerin. Und ihr Bruder? Nee. Der ist chronisch pleite. Er stand vor 3 Jahren kurz vor der privaten Insolvenz wegen Spielschulden. Er ist ein Spieler? Hm. Er hat sogar letztes Jahr die schwedischen Pokermeisterschaften gewonnen. Worüber willst du mit mir reden? Über Egons Hämorrhoiden? Nein, über seinen Tod. Ruhe in Frieden. Egon Wallin. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Bitte beruhigen Sie sich. Was denn? Bist du verrückt geworden? Er hat nichts anderes verdient. Was war denn da los? Das haben Sie doch gesehen. Die junge Frau ist etwas labil. Die Frau hat Ihnen den Liebhaber ausgespannt.
Sie irren sich. Er hatte sich für mich entschieden. Weiß ich Bescheid. Danke. Hallo. Hallo. Was machst du da? Ich sehe mich nach einer Wohnung um. Nein, ach, tut mir leid. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Christine war schuld. Sie geht mir manchmal wahnsinnig auf die Nerven. Ist gut. Ich weiß. Ich hab's nicht so gemeint. Wie war dein Segeltan? Fantastisch. Einfach fantastisch. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie Meinberg behauptet. Valen hat ihr einen Korb gegeben und daraufhin ist sie einfach durchgedreht. Ja, aber spuckt man deshalb auf einen Toten? Den man vielleicht sogar mal geliebt hat? Irgendwas muss sie jedenfalls tief verletzt haben. Tief genug, um ihn umzubringen? So, Valen kommt. Frau hinter ihm her? Das war um 0.37 Uhr. Und um 0.45 Uhr fährt sie zurück. Und um 1.13 Uhr verlässt Valin die Villa Morimaris. Und da hat er hier wohl noch gelebt. Oder er lag im Kofferraum seines Wagens. Kriegen wir irgendwie den Fahrer ins Bild? Nee. Er ist vom Kamerawinkel verdeckt. Scheiße. Was willst du hier? Tür zu. Er hat also nie etwas von mir erzählt. Du warst ihm wohl nicht wichtig genug. Du wusstest von den Bildern. Ich habe Egon geliebt! Du verstehst nichts von Frauen, Hugo. Raus! Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt. Du blödes Schwein! Ich habe ihn auch geliebt! Hallo. Hallo, Papa. Ist Line da? Ja, im Garten. Hallo. Wo warst du? Auf den sieben Meeren. Was? Nein, ich war mit Knut segeln, aber es gab zu viel Gegenwind und wir haben es nicht geschafft, rechtzeitig zurückzukommen. Es gibt mobile Telefone. Ach komm schon, du hast doch gewusst, wo ich war. Ja, da war die Rede davon, einen Schlag segeln gehen und nicht die ganze Nacht auf dem blöden Meer rumkreuzen. Oh, mein Akku war leer. Ach, und dein Freund Knut hat kein Telefon? Nein, er hat nicht mal einen Kühlschrank. Ach, und wie kühlt er sein Bier? Im Meer. Line, hast du mit ihm geschlafen? Ja. Vor 20 Jahren. Sehr witzig. Robert! Willst du mich verarschen? Habt ihr oder habt ihr nicht? Ja, vor 20 Jahren. Ich finde deine Eifersuchtsanfälle mehr als idiotisch. Ja? Wann haben wir das letzte Mal miteinander geschlafen? Vor ein paar Tagen, nach der Vernissage. Davor?
Siehst du? Was denn? Du weißt es schon gar nicht mehr. Und ich auch nicht. Als ob das das Wichtigste im Leben wäre. Darum geht's doch gar nicht. Abgesehen davon, dass ich das schon ziemlich wichtig finde. Was soll ich mit einer Frau, die mich nicht mehr begehrt und nur noch genervt durch die Gegend rennt? Gut, dann kann ich ja gehen. Ja, das kannst du tun. Okay. Kannst mit Knut durch die Südsee schippern und lauwarmes Bier saufen. Du spinnst ja total. Hey. Hey. Ich war gerade noch mal im Hotel Kronen. Malmberg ist am Tag der Vernissage mit dem Morgenflug aus Stockholm gekommen, hat nach dem Standesamt gefragt. Standesamt? Wollten die heiraten? Ein Aufgebot hinter jedenfalls nicht. Gegen Mittag hatte sich dann ein Mietwagen bestellt und den Weg nach Muramares beschreiten lassen. Ich fahr hin. Hallo? Ich arbeite. Ich auch? Was wollen Sie? Wo ist Ihr Bruder? In Stockholm. Warum haben Sie mir verheimlicht, dass Malmberg am Tag der Vernissage hier war? Ich habe Ihnen gar nichts verheimlicht. Sie haben mich nicht danach gefragt. Warum war Malmberg am Tag der Vernissage hier? Das geht Sie nichts an. Sie können mir nicht ständig sagen, das geht mich nichts an, bloß weil Sie keine Lust haben zu reden. Das hier ist keine Therapiesitzung, sondern Sie stehen unter Mordverdacht. Das ist doch völlig absurd. Soweit wir wissen, hat Wallin Ihr Haus nicht lebend verlassen. Jedenfalls haben wir bisher keine Hinweise darauf. Und bis ich etwas Gegenteiliges erfahren habe, muss ich das ja wohl glauben. Sie hätten also gute Gründe zu kooperieren, statt hier rumzuziehen. Warum war Malmberg hier? Er wollte, dass ich mich von Egon fernhalte. Und das haben Sie dann auch getan? Ja, ich wollte mich sowieso von ihm trennen, als ich gehört habe, dass er es mit Männern treibt. Haben Sie deshalb auf Wallins Grab gespuckt? Ja. Glaube ich Ihnen nicht. Glauben Sie, was Sie wollen. Woher wusste Malmberg, dass Sie eine Affäre mit Wallin hatten? Weil er irgendeinen Detektiv beauftragt hatte. Er ist extrem eifersüchtig.
Was wollen Sie? Hier können Sie nicht rein. Von wo kommen Sie? Wie siehst du denn aus? Was ist denn hier passiert? Was siehst du noch? Und was ist mit dir passiert? Ich glaube, ich hatte ein Rendezvous mit dem Mörder. Und, hast du ihn erkannt? Nein. Wir haben keine Einbruchsspuren gefunden. Malmberg muss ihn also reingelassen haben. Oder er hat den Schlüssel. Was entdeckt? Malmberg hat eine Detektei mit Recherchearbeit beauftragt. Warum denn? Um über die Affären seines Liebhabers Bescheid zu wissen. Wie kann man nur so blöd sein und sich freiwillig sowas abtun? Willst du etwa wissen, mit wem deine Frau rumvögelt, wenn du nicht da bist? Valin hatte eine Affäre mit Lisa Matzon. Lisa Matzon? Ihr Bruder war in dem Museum kurz bevor der sterbende Dandy geklaut wurde. Ja, er war da, sich Bilder anzusehen. Und nebenbei hat er sich sehr ausführlich über das Sicherheitssystem informiert. Tut mir leid. Ja, mir auch. Wir waren beide ganz schön dumm. Hallo. Matzon? Hallo? Ja, Karin? Hi. Lisa Matzon hat versucht, sich umzubringen. Sie wurde hier gerade in die Intensivstation gebracht. Ist Ihr Bruder dabei? Ich bin gerade in der Villa. Ja, und er ist total durch den Wind. Die Ärzte haben ihm ein Sedativ gegeben. Schick die Spurensicherung her.
Hier ist überall Blut. Lisa Mattsson kommt durch. Karin war gerade im Krankenhaus. Was ist das? Fotos. Aber bis auf die paar Schnipsel ist alles verbrannt. Kann man noch was erkennen? Ein altes Haus, zwei Kinder. Und hier auf der Rückseite steht Hilmen. Kannst du was damit anfangen? Hilmen. Hilmen. Malmberg ist tot. Er wurde ermordet. Das tut mir leid für ihn. Sie waren in Stockholm und sind erst heute Morgen zurückgekommen. Ja. Haben Sie ihn getroffen? Nein, warum sollte ich? Vor 3 Jahren standen Sie vor der privaten Insolvenz und konnten dann auf einen Schlag Ihre Spielschulden zurückbezahlen. Woher hatten Sie plötzlich das viele Geld? Das habe ich gewonnen. Unsere Kollegen in Stockholm glauben, dass sie die Sicherheitssysteme für Wallin und Malmberg ausgespäht haben. Es interessiert mich nicht, was Ihre Kollegen in Stockholm glauben. Und es interessiert mich nicht, was Sie glauben. Wissen Sie was? Die gestohlenen Bilder sind mir scheißegal. Was mir aber nicht egal ist, dass ein Mann erschlagen in seiner Galerie liegt, ein anderer aufgeschlitzt in seiner Stockholmer Wohnung und dass Ihre Schwester einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und erzählen Sie mir nicht, das hätte nichts miteinander zu tun. Kinder. Erik und Lisa Mattsson? Möglich. Aber warum haben Sie die Fotos dann verbrannt? Weil Sie sie nicht mehr haben wollten, oder? Sehr komisch. Die Spurensicherung konnte noch einen Teil des Wortes retten. Ja, Holmen. Skea Holmen. Hier, Skærholmen. Eine Schereninsel, nur ein paar Meilen östlich von Gotland. Ist sie bewohnt? Nein, jetzt nicht mehr. Die Bauern haben Anfang des letzten Jahrhunderts die Schären verlassen, als es dort mit der Landwirtschaft bergab ging. Sie haben geglaubt, wenn sie auf dem Festland in stinkenden Fabriken arbeiten, würde es ihnen besser gehen. In den 80ern gab es auf Skærholm eine Hippie-Kolonie. Ja, offenbar haben Erik und Lisa Mattsson da mit ihren Eltern gewohnt. Ja, aber warum wollten sie die Erinnerung daran auslöschen?
Matson. 2 Jahre. Wir werden dich nie vergessen. Lisa, Erik, Agnes. Egon Wallin. Du hattest recht. Die Eltern sind Agnes Matson und Egon Wallin. Er ist der Vater von Lisa und Erik. Wallin hatte ein Verhältnis mit seiner eigenen Tochter. Lisa wusste nicht, mit wem sie schläft. Malmberg hat es ihr gesagt, um sie loszuwerden. Und Lisa hat daraufhin ihren Vater umgebracht. Haben Sie gewusst, dass Egon Wallin Ihr Vater war? Nein, das habe ich nicht gewusst. Was soll die Frage? Sie haben es von Malmberg erfahren. Ja. Er kam zu uns an dem Tag, als die Vernissage stattfand. Lisa war danach wie zerstört. Die ganze Zeit hatte ich Angst. Immer Angst, sie würde es nicht durchstehen, sich was antun. Wann hat Ihr Vater Sie im Stich gelassen? Das war, nachdem meine kleine Schwester Hedda ertrunken ist. Da hat es dort keiner mehr ausgehalten. Auf Skerholm. Eines Tages war er einfach verschwunden. Meine Mutter hat nie wieder über ihn gesprochen. Als hätte er nie existiert. Sie hat ihn einfach ausgelöscht. Auch für mich und Lisa hat er nie existiert. Ich nehme an, es war Zufall, dass Sie sich wieder begegnet sind. Die Kunstbranche in Schweden ist zu klein für so einen Zufall. Haben Sie ihn umgebracht? Nein. Und Ihre Schwester? Nein. Also schön. Warum wollten Sie sich umbringen? Verstehen Sie das wirklich nicht? Sie konnten nichts dafür. Sie haben es nicht gewusst. Aber Ihr Vater, der wusste, was er tat. Nicht wahr? Gehen Sie bitte. Gehen Sie. Wir haben jede Menge Fingerabdrücke von Egon Wallin im Haus gefunden, aber keine Hinweise auf ein Mord. Keine Kampfspuren, kein Blut, außer das jetzt von Lisa. Nichts. Eine Waffe? Nee, auch nicht. Kannst du nicht schlafen? Woran denkst du? An dieser Matze. Was ist mit ihr? Ich glaube nicht, dass sie ihren Vater umgebracht hat.
oder dass Erik es war. Warum nicht? Sie würden die Leiche niemals mit einem gestohlenen Bild dekorieren. Mhm. Das macht einfach keinen Sinn, weil dadurch die Sache mit den Kunstrauben überhaupt erst aufgeflogen ist. Liebling. Jemand wollte alle drei auf einmal dran. Liebling. Malmberg, Lisa und Erik. Liebling. Hä? Bist du hier? Ja. Dann entspann dich mal. Ich bin entspannt. Sie haben doch einen Schlüssel für die gemeinsame Wohnung Ihres Mannes mit Herrn Malmberg. Den habe ich Ihnen doch gegeben. Ja, ich weiß, aber an dem Ring waren zwei. Wir wissen, dass Sie da waren. Möchten Sie Ihren Espresso mit oder ohne Zucker? Ohne. Nur mich anzuklagen, mir reicht's. Anzuklagen? Ich klage dich nicht an. Ich habe dich noch nie angeklagt. Deine Gegenwart ist schon eine einzige Anklage. Was hast du vor? Ich nehme morgen die erste Maschine nach Stockholm. Aha. Und wann kommst du zurück? Ich komme nicht zurück. Was? Du kannst das Haus behalten, wenn du willst. Über den Rest sollen sich die Anwälte streiten. Meinst du das ernst? Allerdings. Ich habe deine Affären ertragen, deine Ignoranz, deine Überheblichkeit, deine Selbstsucht. Du hattest immer Angst, dein Leben zu leben, Monika. Du hast nur durch mich gelebt, mich emotional ausgenutzt in all den Jahren. Du hast überhaupt nichts verstanden, du mieses Schwein! Fahr doch zur Hölle! Nimm dein beschissenes Leben und... Sei doch froh, dass du mich endlich los bist! Vielleicht sollten wir mal wieder verreisen. Nur wir beide. Ja. Ich habe einfach ein bisschen Angst. Wovor? Von mir selbst.